Welche Füllung nimmst du am besten für die Buddelkiste deiner Kaninchen? Ich habe ja hier draußen die Buddelkiste und habe da ganz normalen Spielzeugsand reingetan. Spielzeugsand kannst du drinnen nehmen, kannst du auch draußen nehmen. Es ist halt wichtig, dass dann der Sand nicht höher als 50 cm ist, damit die Tunnel eben nicht zusammenbrechen und deine Kaninchen drunter verschüttet werden. Wichtig ist auch, dass der Sand feucht ist, dann halten nämlich die Gänge besser oder die Löcher, die sich die Kaninchen buddeln. Kann natürlich sein, dass deine Kaninchen die Buddelkiste als Klo benutzen. Dann ist es wichtig, dass du jeden Tag die Köttel rausnimmst oder eben Pipi-Stellen, die du so erkennst. Wichtig auch, dass die Buddelkiste unten offen ist, damit, wenn es regnet, dass dann eben das Wasser unten ablaufen kann und nicht, dass es anfängt da zu schimmeln. Und dann ist eben auch der Vorteil, wenn es unten abfließt, dass eben auch der Sand sich dadurch immer wieder reinigen kann. Wenn du keinen Sand nehmen möchtest, kannst du auch normale Erde nehmen. Dann ist aber wichtig, dass kein Dünger da drin ist oder eben auch Kokoserde. Die kannst du ganz vielen Stellen mittlerweile bestellen. Auch in der Wohnung kannst du all diese Sachen benutzen. Damit deine Wohnung nicht aussieht wie Sau, ist es sehr ratsam, dass du da so einen Buddelschutz integriert hast.